Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Monster Projekt. Zusammen mit ganz, ganz vielen YouTubern, zum Beispiel den Light, den Freaky, den Evangelion, den Paddy und so weiter und so fort. Hallo. 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 Hallöchen. Ja, Und ich Leute, schmelze das mir Zeug hier ist jetzt gerade in ein der bisschen Kiste Kohle aus. hergestellt hast. Ja, Kiste? Sehr gut. Das war Eisen, oder? Yay. Ich glaube, Also, Pulverized Coal müsste auch gehen. Wenn nur Coal das, dann ja, wäre das geht. doof. Geht Okay. auch. Bin ich mir sicher. Ich schmeiße jetzt einfach mein ganzes. Paddy, mach mir so eine Gemeinschaftskiste. Ich schmeiße jetzt einfach mal ganz viel von meinem Zeug, glaube ich, dazu. Erstmal. Ja, ich werde jetzt gleich einen Trichter Da, bauen, da, nachdem da, wir machen dafür, irgendwas da, mit Kiste. dafür hilfst du mir dann nachher, meinen eigenen Pulverizer irgendwann zu bauen. Was Ja, braucht eigentlich okay. der Ich baue mein Coke-Coal-Ofen? Solarpanel. Ups. Hoppala. Irgendwo explodiert ein Dawn Creeper. Hey, warte Das mal, war nein, dafür, dass nicht du bei deine mir. Sachen bei mir bauen darfst, soll ich dir helfen? Ja, Ah, wieso okay. darfst du die denn verwenden dafür? Ach so, ich darf mitverwenden, ah, das ist natürlich schön. So, nochmal nachfragen. Wer hat die Ich baue mal Robotcats? gleich ein paar Trichter hier drauf. Einen Gute Moment, ich muss Frage. ja hier an. Wie kann man Was den war? Output von einem Bedbox ändern? Mit einem Wrench. Mit Mit einem einem Wrench. bei der Bed, genau, mit der Ranch. Und setzt ja auch immer nur dahin. Wie ist denn die gesetzt? Darf ich mal gucken? Ja, der Output guckt Wrench. doch nach vorne. Evangelion, du hast Ah, nö, du warst das mit ein dem sehr Hornsteak. schöne Haare hast du. Du warst das mit Saudisch. den Rubber Trees, ne? Ja, So sicher. dezent. Dann kann ich hier keine direkte Kohle einsetzen, okay? Ich dachte schon, welche Ich würde jetzt Transe hat erstmal hier hier Getreide farmen weiblichen gehen. Skin, aber es kann ja nur einer sein eigentlich. Ja, der Mazerator hat Strom. Ich hab Der mir einen gemacht. Mazerator? Nur Warum einen. hast du den Macerator? Was Tschüss. soll das? Weil ich die Sachen Mazeratoren will. Aber du brauchst, kannst so einen Pulverizer auch nutzen. Was kostet überhaupt ein Macerator? Ne, ich finde Wem den lieferst du Pulverizer sogar einen Mazeratoren? Ticken besser als der Ist er Macerator, auch. so als Ja, er ist Farmer. faktisch besser als der Macerator. Ja, Du machst genau wir das sind ein gleiche, nur hast du einen Macerator Random bei uns. Output. Es kann nur besser sein. Ich sehe keinen Grund, einen Macerator zu bauen. Macerator. Ich glaube, du hast sogar eine Okay, wir haben kein 1 Greg-Tech, das zu ist gut. 50.000 Chance oder so, dass dabei ein Iridium das rauskommt. Ja, genau. Oh. Och komm, also ich glaube, in meinem Also, Let's das Play lohnt sich. finde ich sehr oft Iridium. Das ist dann. Lol. Was? Ich habe mich schon wieder Ja? verlaufen. Wie Okay. viel laden Okay. eigentlich diese Spotloader? Na, Spinny, Spinny, Einen Spinny, Spot, aber also ich kann ihn 16 mal halten. 16. Ach so. Ich brauche was zum Also Essen, kein fucking ganzes sake. Grundstück. Hier, wegen dem Nein, ganzen scheiß scheiß auf Schnee Essen. spawnen hier keine Tiere, das war schlimm. Also auf meinem Grundstück waren 4 Kühe, 2 Schafe. Ich mag das Ach Wort ja, Waren dabei um nicht. nochmal mit den 200 Ja, Blöcken jetzt sind sie außerhalb der tot. Stadt anzusprechen. Von der Stadtmitte aus gesehen. Okay. Oh. Ich weiß nicht, wo die Stadtmitte ist. Da, wo das Netherportal steht. Gegenüber, Aber also wenn du von deinem in Grundstück der an Nähe von meinem meinem Grundstück. vorbeigehst, so da, wo das Netherportal ist. Da, wo das Netherportal ist. Alles klar. Da Genau liegt auch da. eine Kiste und eine Bei Workbench euch auch wäre so ein natürlich hier angesiedelt. Riesenfleck auf der Minimap oder ist der nur bei mir? So ein schwarzer Kasten. Ich habe hier jetzt eine Fackel gesetzt. Das Das Wasser ist wird das ganz sicher nicht wieder Netherportal. vereisen und ich kann den schnellen Weg nach Nein, unten komplett nehmen. groß. Der ist wahrscheinlich nur bei mir. So, jetzt brauche ich noch Clay. Clay in meinem Wasser, das weiß ich noch. Mann, Verdammt. ich hab so hart Minecraft-Hunger, das geht mir gerade voll auf den Piss. Sand, sand, Verrückt. sand. Ja. Hey, was haben wir Meine hier Pickaxe ist gefunden? gleich kaputt. Maulbeeren, schön. Wirst du futtern. Arsch. Reibst du noch unter die Nase, genau. Richtiges Ja, die Arschloch. wachsen doch eh wie blöd. Ah, guck mal, der einzige Clayfleck, den ich bei meinem Grundstück habe, befindet sich genau unter einer Eisschicht. Und ist nur eins Meine tief. Pickaxe ist kaputt. Geil. Oh. Mann. Ihr wisst ja, Brot ist hier in dem Pack günstiger zu craften, ne? Als früher. Stimmt, aber Recipe. dafür Also, braucht man dieses kostet doch komische 3 Weed. Reed-Ding, ne? Nein. Du Doch, doch. nimmst einfach das Getreide, tust es in ins Inventar, in das Crafting-Feld, dann bekommst du Ah, Mehl so. raus und das Mehl tust du einfach in den Ach Ofen rein, so. dann kriegst du pro einem Tatsächlich. Weizen ein Brot. Cool. Oh, okay. Das Wow. ist Sehr wirklich cool. nice. Sehr, sehr nice. Das ist so das Crafting-Rezept, das hätten sie von vornherein so machen müssen. Aber nein! Wir sind Minecraft, wir machen Sie haben sie einfach das. gedacht, sie haben sie einfach gedacht, nee, wir machen einfach Brot so schön unattraktiv, weil einfach drei Weizen saulang dauert zum Anzubauen und einfach voll ineffizient dafür ist. Eben. Das haben sie, genau so war ihr Gedankengang. Ich verbrenne jetzt 4 Sticks, weil ich es kann. Ich bin schon 500 Meter von der Stadt weg. Herzlichen ich gehe mal Glückwunsch. kurz in die Stadtmitte. Wie mache ich ihn? Ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses scheiß Ding mache. Map, ich finde das nicht. Ja, benutzt Race Ja, Minimap. da müsste ich jetzt aber erst installieren, du Held. Ja, Ja, und? Menü.
Das will ich aber nicht. Luke, learn to play. Learn to play. Wenn ich schau mal gerade bei mir. Also das habe ich bei mir, wenn ich unter all die Config gehe, glaube ich. Ich guck grad. Moment. Ich geh schon mal in die Mitte. Nee, ich kann vorher mein Clay verbrennen. Hab ich bin so planlos. Obwohl die Shader, die ich benutze, eigentlich Low-Shader sind, schaut die Sonnenstrahlen hier extremst genial aus. Ich sehe die Sonne nicht. So, da, lol. Gamer sehen nie die Sonne. Ich wechsle immer mal wieder zwischen Shadern hin und her, warum auch immer. Ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso, eigentlich einen richtig guten PC, nur irgendwie will der hier keine Shader. Das ist Minecraft und Java. Das ist deine Antwort, warum. Weißt nein, normalerweise du, FNG, weißt du es ja, jetzt? Das ist ja was. Nein. Es ist. Fuck. Ich hab schon Shader drin, die sind echt uralt. Und. Ui. Ja, da leckt schon der. Mach ich einen Iron Optionen. Controls. Oh, ich weiß halt nicht, wie die scheiß Map hier heißt auf dem Server. Habt ihr euch alle eine andere Map installiert? Nee, ich hab die Standard. Ja, die Standard müsste Opus sein. Aber ich hab nur Opus, das steht hier nirgends im Himmel. O-P-S. Nee. Steht aber nicht in den Controls. Das erste ist weg. Das ist übrigens der Shader, den ich eigentlich benutzen wollte, nur wie man sieht, kratze ich hier einen 30 FPS und das ist nicht gerade so gut. Ja, das ist auch. Ich habe auch gerade einen Shader ausgewählt, da habe ich jetzt nur noch 45. Ohne Shader laufe ich ganz flüssig bei 60. Mach mal aber Shader aus, was habe ich dann? Dann habe ich. Sorry, Leute. Da habe ich so um die 100, 80 so um den Dreh. So, mit Shader 60. Nur Schatten, halt. Ohne Shader. Ich fehlt mir noch ein Eisen. Das wäre nicht so geil. Lass aber jetzt mal den Ultra-Shader hier drinnen, einfach mal zum Probieren, ob ich irgendwann unter 30 komme. Ein Ultra-Shader? Ja, natürlich. Ein Pre-Release von Zeus. Ja, es steht voll nicht. Es steht. Ultra. Es ist einfach voll die Map, die Galactic Craft. Alter, es geht mir so gerade auf den Sack. Eben komme ich auf die Galactic Craft Map, aber da will ich ja nicht hin. Ich kann mir das nicht sterben. Ich lebe. Ach, nur Schatten, so. Warte, kann ich das ausprobieren? Option Steuerung, wo ist Galactic Craft da? Ich hab drückt, nee, ja, bei Galactic Craft kommst du nur diese Universen Map. Ja, ich will nur gerade gucken, wenn ich die Galactic Craft Map. Was hab ich jetzt geöffnet? Okay, keine Ahnung, was das ist. Eine andere Taste lege. Was ist das? Weiß ich auch nicht. Ganz viele lustige Sachen. Hallo, Chat? Nein, tut sich auch nichts. Stress über mich. Ah, mit X kann ich sie schon mal groß machen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Mit Z zoomst du. Ja, das ist schön. Ah! Ist das hier? Das sieht aus wie. Nee, Skin. Burns. Oh, what the fuck? Ich hab eine Höhle gefunden. Ich weiß nicht, wo ich gerade war. Ich will da nicht wieder hin. Okay, ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, Leute. Was ist das? Wir merken uns einfach, dass das Portal ungefähr bei 100 ist. Das heißt, wir dürfen bis minus 100 laufen in diese Richtung. Ungefähr. Bis ich rausgefunden habe. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, wann, aber ich weiß noch nicht, wann genau. Ach, doof. Also, ich bin jetzt mal vorbei. Ich bin mit den Shadern jetzt auf 60 FPS. Das finde ich super. Ich auch gerade. Ich bin auch erstaunt. Oh. Ich weiß gar nicht, ich hab hier die Shader drin. Habt ihr noch irgendwas extra installiert? Nein, eigentlich nicht. Doch, nur Shader Mod. Habe ich die, glaube ich, auch drin. Halt. Ich hab jetzt halt ein bisschen smooth textures und schönes Wasser und so weiter. Wer von euch benutzt eigentlich Texture Packs für das Nö. Ganze hier? Ist dir das egal? Ich hab nur diesen FTB 32er. Achso. Ist halt wie das normale, ja. Nur halt ein bisschen runter. Ich hab das Zoatex Texturen Pack. Ah, hab ich auch. Ich nicht. Sehr schön. Guck mal, ich bin so toll. Weggemacht. Oh, ich hasse dich, Wasser, ey. In jedem Spiel, du bist behindert. Einfach gar nichts. Ich habe keine Map, ich habe keine Texture Packs, ich habe einfach gar nichts. Okay. Ist halt schlecht. Ach, da sind wir halt. Du musst halt einfach einsehen. In der Tat hilft Alpizin gegen ihre Haarausfall. In der Tat. In der Tat. Nur für die Haare. Das fehlt mir nicht gerade. Frag mich bis heute, wenn sie das extra zusagen, hat das jemand ausprobiert? Ich meine, hat das ernsthaft? Man muss es ja wohl ausprobiert haben. Sonst hätten sie es bestimmt nicht gesagt. Das macht mich traurig. Zweifelst du wieder an der Welt?
Ja, dein Glaube an der Menschheit ist verloren. Ich habe übrigens schon 6 Coke auf dem Ding. Ich muss 3x3 machen, ne? Achso, du baust schon Coke auf, das ist sehr schön. Ja, ich baue schon Coke auf. Cool. Ich hab noch zu wenig Items. Machen wir jetzt einfach mal. Apropos Items, Generator. Wie lange nehmen wir schon auf? Achso. Ich guck schon. Bei 10 Minuten sind wir gerade. So, Evangelion, in der Kiste mit den Anfangs-Items war ein Spotloader drin, aber wir dürfen ja keine Chunkloader benutzen. Wie läuft das mit den Spotloadern? Spotloader. Lies doch die Regeln. Ach, das auch. Mensch, unglaublich. Also Spotloader darfst du benutzen, sagen wir mal, wenn du irgendwelche Maschinen, also wichtige Sachen laufen lassen willst. Oh ja. Nicht dafür gedacht, wenn du, sagen wir, bist nicht auf dem Server, ja, ich will mein Getreide gewachsen haben und mach... Ich habe da eine Folge gesehen, wo das passiert ist. Gleich die erste. Erlaubt ist es, den ans Getreide zu setzen, wenn du nicht in der Stadt, sagen wir mal, bist alleine auf dem Server. Ja, aber ich, also das war zumindest am Folgenende, ich habe nicht die zweite Folge gesehen, vielleicht haben die weiter aufgenommen, aber da war es so, also dass die... ich habe keinen Spotloader bei meiner Getreidefarm. Stimmt, du hast ja auch einen Spotloader bei deiner Getreidefarm, du bist auch so eine Hure. Einfach also wenn man so eine schöne Getreidefarm machen, dann kann man das ja kombinieren. Wenn einer eine Maschine hat, die dauerhaft laufen muss, kann man ja das Getreidefeld einfach auf dem Grundstück halt wenn gemeinsam das stehen lassen. Wenn in den gleichen Chunks ist, ist es okay. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Sonst würde der Spotloader doch eh nicht funktionieren. Dann müsste man 2 aufstellen. Also hat sich die Sache eh gegessen. Oder? So, ich habe schon mal Pferde gefunden. Das wäre auch total scheiße. Die Maschine besteht aus mehreren Komponenten und dann endet genau der Chunk zwischendrin. Ich werde viele. Aber ich glaube, dann wird die Maschine weitergeladen, je nachdem welches Teil ist. Es gibt immer, glaube ich, ein Teil, was aktiv ist. Und das wird dann, ist dann halt wichtig, dass das geladen wird. Ja. Ja. So wie bei der Query. Genau. Ja. Wobei die geht ja eh immer genau einen Chunk. Wobei die Query? Ja, die Query, die hat einen eigenen Chunk. Ja, wollte gerade sagen. Ja, eben. Ach so. Wobei die geht ja nicht immer nur. Genauso, die Turtles genau. Leider nicht. Das und es gibt dir. Das fickt dich einfach so hart, wenn du Turtles keinen Namen gibst. Und das halt nicht weißt und sie dann keinen Chunkloader haben, sie laufen auf seinen Chunk raus und haben sie alles Fuel und alles verloren, nur noch das Inventar haben sie. Und du sitzt da, Alter, ich hab da gerade 10.000 Fuel reingekippt und jetzt ist einfach nichts mehr drin. Als ob. Geh immer raus und vergiss, ich bin gerade in einer Schlucht mit Lava und werde nicht sterben. Okay, sag es noch so provokant, dann wirst du bestimmt nicht sterben. Und werde nicht sterben. Nicht im Hintergrund des Streams von Skate reingequatscht? Nein. Nein. Es wird übrigens für mich jetzt die letzte Aufnahme, Folge, die letzte Folge sein, weil es wird noch Essen geben bei mir. Ja, hey, wir nehmen auch Essen, einfach nur Essen, gutes Essen, leckeres Essen. Einfach nur Essen, aber das gibt's auch zu einer festen Uhrzeit. So, Essen zu Hause oder so Essen in Restaurants? Essen zu Hause. So, ja, keine Ahnung. Ich bin halt arm. Hast du jetzt eigentlich mal allmählich den Hopper gebaut? Nein, hast du nicht, du bist doch echt ne... Ich hab ja dein Essence-Video gesehen, wo du erzählt hast, dass du so ganz viel YouTube-Money machst. Ja, genau. Ungefähr 30.000 Euro. Mindestens ganz viel, genau. Ja. Ja. Wenn nicht sogar mehr. Manchmal läuft's besser, manchmal schlechter. Ja. Das ist wirklich so. An Weihnachten kriegt man übrigens echt mehr Geld, ohne Witz, als an anderen Tagen. Ach. Also an anderen Zeiten in dem Jahr. Das einfach ist kein Weihnachts-Specials. Weihnachts-Specials? Nee, auch so. Ziemlich interessant gewesen. Erstes Weihnachten habe ich gedacht, what the fuck passiert jetzt? Aber das liegt bestimmt daran, dass alle Ferien einfach haben. An einem Tag einfach 1000 Abonnenten zu bekommen. Ja, das dauert, das wäre mal geil. Euro. Ich hätte lieber 1000 Abonnenten als 1000 Euro. Ja. Dann halt 10.000 Euro. Auch da hätte ich lieber die 1000 Abonnenten, glaube ich. Und 1000, okay. Dann bin ich natürlich dabei. Oder? Können wir es umgekehrt machen? 10.000 Abonnenten und 1000 Euro? Da hätte ich auch kein Problem. Ja, wir sind unterwegs. Eine Schweigeminute zur nächsten Folge. Nö. Nächste Folge? Wir machen Wir haben noch 1-2 Minuten, oder? Haben wir keine Minute mehr? Wir haben keine Minute mehr. Schweigeminute, Idee. Also ich habe noch eine Minute. Ich habe bei mir 15. Hä, warum geht der Scheiß nicht an? Ich bin gerade so unglaublich viel Eisen. Hä, Moment. Hä, warum kann ich mein Weed gerade nicht braten? Bin ich blöd? Achso, ich muss es erst verarbeiten. Okay, ich bin blöd. Erst zu Mehl machen, dann verbraten. So, ich will mir jetzt noch ein Brot machen, dass ich wieder nicht das nächste Mal aufnehmen wird. Ich habe Hunger. Das wäre nicht so cool. Ja, das nächste Mal werde ich auch meinen Coke-Coal-Ofen fertig hauen, hoffentlich. Also zumindest weiterbauen. Wir haben jetzt finde ich sehr schön, Leid. Gell? Werde ich dich bei unterstützen, also beim Nutzen des Ofens. Ich kann jetzt nochmal kurz craften, was wir dafür brauchen alles. Ich werde dann eine Pumpe bauen, die uns Wasser in den Pulver macht für weiße Pulverizer. So, mein Pulverisieren. So war es nicht, okay. Wie war es dann? Also. Oh, Rubine. Oh. In der Tat eine wunderschöne Eigenschaft.
In der Tat. Es wird niemals weggehen. Versucht es nicht zu verhindern. Ihr werdet es nicht schaffen. Ich muss noch schnell. Was? Eigentlich hat die Werbung ja voll ihren Sinn erfüllt, oder? Ich meine, wir reden die ganze Zeit über diese scheiß Werbung. Alle denken an Alpecin. Ja. Werbung Success. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind schuld, dass Alpecin erfolgreich ist. Habt ihr jetzt ein schlechtes Gewissen? Vielen Dank. Bitte. Hast du ein schlechtes Gewissen? Nein, meine Folge war jetzt zu Ende. Was? Ja, wir sind erst bei 15 Minuten. Meine Folge ist noch nicht zu Ende, solange ich nicht meinen... Ich denke, Alpecin sollte jedem von uns jetzt 10 Euro geben, weil wir die in einem Video... Die geben mir sowieso 100 Euro, dir nicht. Mindestens. Oder sogar mehr. Oder mindestens sogar ganz viel. 1000 Euro oder 1000 Abonnenten, eins von beiden. So wie auf YouTube, es ist grundsätzlich so bei größeren YouTubern immer ist, wenn die irgendwie was in die Kamera halten, was sie toll finden, sofort, Schleichwerbung, die kriegen dafür Geld, Product Placement. Genau. Also jede Firma... Dafür Geld. Ja, du. ich ja auch, aber das darf ja keiner wissen, weil sonst... Sonst flamen ja wieder alle auf YouTube rum, ihr bekommt Geld für Dinge, die ihr tut, und dann ist wieder böse. Und das ist ja grundsätzlich böse, wenn man Geld für Dinge bekommt, die man tut auf YouTube. Grundsätzlich, egal was. Ist ja nicht so, dass man bei der Arbeit dasselbe macht oder so. Nee. So, ich esse das letzte Brot und sag dann, ich leg mich ins Bett, weil es obligatorisch gut aussieht. Bis zum nächsten Mal. Politische Themen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light. Over and out. Tschüss. Jo, ciao. Ich bin auch raus. Bis dann. Ciao. Alle tschüss gesagt.